Wie weit korrigiert der S&P 500 und sind Gold und Bitcoin jetzt kaufenswert? All das bespreche ich heute mit Marc Friedrich und Florian Kössler. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute sind Florian Kössler und Marc Friedrich bei mir zu Gast, die Autoren von Die größte Revolution aller Zeiten. Wer möchte, kann unten in der Videobeschreibung mal einen Blick riskieren. Da hängt der Link zu dem neuen Buch. Und dieses Interview hier, das wird durchaus etwas Besonderes, weil es einen etwas kritischeren Schlagabtausch hier und da gibt, als ihr das höchstwahrscheinlich von meinen Gesprächen, von meinen Interviews gewohnt seid. Das liegt einfach daran, dass Florian, Marc und ich zum Teil halt gewisse Unterschiede bzw. unterschiedliche Perspektiven auf gewisse Sachverhalte haben. Und insofern, ja, sind wir da auch durchaus hier und da in eine Diskussion, in eine kleine Debatte reingekommen. Und ich glaube, das kann auch durchaus sehr, sehr bereichernd sein für euch, weil ihr halt eben diese unterschiedlichen Perspektiven und diesen Meinungsaustausch dann geboten bekommt. Das Ganze spielt sich ab in folgenden Themenbereichen. Wir sprechen über Aktien, über die Hintergründe und die Aussichten von Zinssenkungen. Wir sprechen über das Zinsniveau allgemein. Wir sprechen auch hier und da ein bisschen über Geopolitik. Wir sprechen über Gold, Bitcoin, Rohstoffe und auch ein klein wenig über China. Also das bedeutet auf jeden Fall eine breite, bunte Palette an unterschiedlichen Themenkomplexen. Und ich würde sagen, verlieren wir an dieser Stelle keine weiteren Worte mehr. Rein ins Gespräch mit Florian Kössler und Marc Friedrich. Hi Marc, hi Florian, schön, dass ihr da seid. Hallo Timo. Servus, danke, dass wir da sein dürfen. Sehr, sehr gerne. Ich gebe euch jetzt 5 Stichworte. Bitte kurz, knackig, assoziativ antworten, okay? Alles klar. Erstes Stichwort US-Dollar. Noch Weltreservewährung. Ja, da hat es mir jetzt schon vorweggenommen. Noch immer der König der Fiat-Währungen. Okay. Neuer Liquiditätszyklus. Kommt. Hat bereits angefangen. Ah, cool. Ihr seid euch nicht mal ganz einig, oder was? Okay. Aktien. Muss man besitzen? Sind aber überfällig für eine Korrektur. Sehr schön. Wer kennt uns so gut? Gold. Must have. Neue Allzeithochs werden kommen. So sehe ich es auch. Nach wie vor neben Bitcoin der beste Wertspeicher. Okay, und Bitcoin? Digitales Gold. Must have für jeden. Must have? Absolut. Neues Allzeithoch in den nächsten 12 Monaten. Okay, also Gold, Bitcoin, neue Allzeithochs. Ja. Ja. Okay, cool. Greifen wir nachher auf jeden Fall nochmal mit auf. Aber jetzt erstmal rüber zu den Aktien. Die Aktienmärkte, insbesondere die amerikanischen Märkte, preisen ja aktuell relativ viele Zinssenkungen für dieses Jahr ein. Wie seht ihr das? Skeptisch. Also Anfang des Jahres war ja das Sentiment, die Stimmung eindeutig. Ne? Wir werden definitiv 7 Zinssenkungen sehen, die erste schon wahrscheinlich im März. Dann war die Meinung, ja, hey, Soft Landing, es wird keine Rezession geben. Wir werden Anleihen werden das Investment überhaupt sein im Jahr 2024. Und es war eigentlich sehr einheitlich. Es war so eine Art Klumpenrisiko bei der Stimmung. Und wenn es zu einheitlich wird, dann werden wir immer relativ skeptisch und gucken auch mal in die andere Richtung. Und aus dem Grund haben wir uns relativ früh positioniert, haben gesagt, wahrscheinlich kommt es nicht so, wie es alle erwarten, weil das ist seltenst der Fall. Und siehe da, die letzte Sitzung der FED war ja eigentlich deutlich, es wird doch keine Zinssenkung geben im März, sondern vielleicht eher mal im Sommer. Ne? Paul hat ja auch einiges gesagt und deswegen ist die Enttäuschung dann relativ schnell auch ausgefallen. Der Markt ist sehr volatil momentan, sehr turbulent. Wir sehen hohe Aufschwünge und Abschwünge und so weiter. Aus dem Grund, Zinssenkungen werden kommen, aber später als erwartet. Und aus dem Grund erwarten wir auch im ersten Halbjahr mal eine deutliche Korrektur am Aktienmarkt, die man dann aber auch nützen sollte. Also ihr seid bearish an einem Allzeithoch? Wir sind nicht unbedingt bearish, wir sind aber auch nicht unbedingt bullish, nachdem wir jetzt einfach in den letzten 12 Monaten schon große Kurssteigerungen gesehen haben. Und wir im Sentiment sehen wir noch keine Extrempositionierungen, aber das Sentiment ist schon sehr bullish. Und dementsprechend würden wir jetzt, glaube ich, nicht aktuell jemandem empfehlen, die Märkte zu shorten. Aber wir würden eher darüber nachdenken, Gewinne mitzunehmen. Und dann vielleicht in gewissen Sektoren nach Chancen zu suchen, sei es im Rohstoffbereich, sei es vielleicht irgendwo in Bitcoin oder vielleicht auch in Small Caps oder Emerging Markets. Aber Märkte nicht shorten, obwohl ihr eine Korrektur erwartet?
der Markt kann länger irrational sein wie du liquide. Und wir sehen ja, Nvidia, haben viele schon gesagt, bei 300, 350 Dollar, oh, die sind völlig überbewertet, KGV, bla, blub und so. Pustekuchen, wir haben neue Allzeithochs am laufenden Band gesehen, vor allem, weil die Liquidität auch vorhanden ist. Und wir haben ja auch diese Konzentration von 7 Aktien auf den Gesamtmarkt. Ne? Also 62% der Gelder gehen beim MSCI in die USA und von diesen 62% geht ein Drittel nur in 7 Aktien. Also es ist ein unglaubliches Klumpenrisiko. Und dieses Geld muss dann investiert werden in Nvidia, Microsoft und Co. Und deswegen sind die immer weiter nach oben getrieben worden. Deswegen würde ich mir nicht die Finger verbrennen, um jetzt irgendwie Nvidia zu shorten, weil der Markt doch durchaus noch höher gehen kann, neue Allzeithochs. Aber dann, es wird eine Korrektur kommen. Und dafür würde ich mich einfach vorbereiten, um dann auch Liquidität zur Verfügung zu haben, um antizyklisch einzusteigen. Ja, okay, nachvollziehbar. Ja, ich meine, ich gebe eine ganz einfache Börsenweisheit. Der Trend is your friend. Und solche starken Aufwärtstrends, gerade wie jetzt bei den Big Seven, glaube ich, gibt es keinen Grund zu shorten, nur weil man denkt, sie sind vielleicht überbewertet. Wenn wir einen Strukturbruch sehen, wenn wir wirklich eine Trendwende sehen, dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht taktisch auch Short-Positionen einnimmt. Aber solange der Trend so stark ist, würde ich mich nicht vor diesem Zug stellen. Ja. Aber was heißt denn Korrektur genau? Also wie weit kann es runtergehen und wie lange hält es dann möglicherweise auch an? Ja, es kann tief runtergehen. Also 20-30% sind durchaus möglich, also eine deutliche Korrektur, auch vielleicht ein Bärenmarken kurzfristiger, der aber dann unserer Ansicht nach vielleicht im ersten Halbjahr schon stattfinden wird, um dann aber auch dann gleich wieder in den nächsten Bullenmarkt überzugehen, weil die Notenbanken natürlich dann einschreiten werden. Also sobald die Finanzmärkte wieder ein Kreditevent sehen, beziehungsweise mit der geopolitischen Auseinandersetzung sehen, werden wir auch Zinssenkungen sehen. Die können erstmal natürlich negativ sein, weil in den letzten 20 Jahren im Rückspiegel der Geschichte war es ja immer so, dass Zinssenkung eigentlich immer ein Alarmzeichen war, aber dann mittel- bis langfristig, wenn die Liquidität dann da ist, dann natürlich der Markt wieder nach oben tendiert. Und deswegen muss man halt jetzt aktiv agieren, vielleicht mal Gewinne absichern. Also wir würden bei den Magnificent Seven vielleicht auch mal sagen, okay, mal ein paar Chips vom Tisch nehmen, vielleicht mal den Einsatz rausziehen, die Gewinne laufen lassen oder Stop-Loss setzen, weil diese Turbulenzen, diese volatilen Märkte kommen dann doch schneller, als man dann teilweise denkt und dann nicht mehr agieren kann. Ich glaube, wir haben ja ein sehr spannendes Jahr. Wir haben Wahljahre in den USA. Wahljahre sind historisch immer extrem positiv, gerade wenn ein Sitting President, also wenn ein amtierender Präsident sich zur Wiederwahl aufstellt, was ja allen anscheinend nach der Fall ist. Und dementsprechend, glaube ich, ist da eher der Ausblick positiv. Aber was die Wahljahre auch sehen, dass wir häufig im ersten Quartal eine Korrektur sehen, dann über den Sommer nochmal eine Erholung, dann im Spätsommer nochmal eine Korrektur und dann erst Richtung Wahlen sich der Aufwärtstrend etabliert. Und ich glaube, das wird, wenn man sich so das Gesamtbild anschaut, eben auch sehr viel Sinn ergeben, dass gerade der Markt eben viel zu positiv oder bullisch darauf positioniert ist, dass die Zinsen schnell gesenkt werden. Und wie der Markt schon gesagt hat, wenn man sich das historisch anschaut, gerade in den letzten 20 Jahren, wann hat die Notenbank die Zinsen gesenkt? Das hat sie nie gemacht aus Nächstenliebe zum Aktionär, weil gedacht hat, jetzt müssen wir wieder die Aktienkurse pushen, sondern sie haben es meistens dann gemacht, wenn irgendwas im Wirtschaftssystem schiefgelaufen ist. Und ich glaube, dieses Event wird auch im Verlauf des Jahres zu Zinssenkungen führen, aber dieses Event muss es erstmal geben und dieses Event wird nicht unbedingt positiv für den Aktienmarkt sein. Und das kann eine Bankenkrise, eine zweite sein, das kann ein geopolitisches Event sein, was dann letztendlich eine Kursumkehr der Notenbank auslöst. Das ist jetzt auch in dem Sinne erstmal völlig egal, was dieses Event ist. Aber irgendwas muss passieren, damit die Notenbank, glaube ich, ihren Kurs ändert. Und solange das nicht der Fall ist. Und als Korrekturtiefe, ich glaube, dass der S&P, wenn er nochmal die Tiefs aus dem letzten Jahr antestet, das, glaube ich, wäre ein realistisches Ziel. Und wenn's also ganz, um 4.000 Punkte. Genau, das, also da gehen wir schon gar Richtung 3.8. Wenn es ganz negativ wird, dann kann es auch nochmal die Tiefs aus dem Jahr zuvor antesten. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal Spekulatius. Okay, aber also wir gehen schon von Zinssenkungen aus, dass die kommen. Ja, die kommen. Und Zinssenkungen und 30%. Ich meine, wir haben ja überhaupt keine Anzeichen eigentlich für eine Rezession in den USA. Ja, gut, und, aber die Inflation kommt ja trotzdem zurück. Also das heißt, was der Markt ja preist, ist ein Soft Landing. Ja. Und das stuft ihr als korrekturwürdig ein. Ja, natürlich. Aber also, wenn du dir, das ist genau der Grund, warum es eigentlich keine Zinssenkung geben soll. Wenn du jetzt die letzten Wirtschaftsdaten aus den USA anschaust, wie du sagst, die sind alle ultra stark. Also, es sieht jetzt nicht so aus, als würde es nächste Woche eine Rezession geben. Aber warum sollte dann die Notenbank Zinsen senken? Mhm. Das bekräftigt sich ja eher darin, higher for longer. Und das ist aber, worauf der Markt aktuell nicht vorbereitet ist. Mhm. Und zeitgleich hast du dann eben, im März läuft das Bank-Funding-Programm aus. Und man hat es jetzt schon wieder in den letzten Wochen gesehen, es ist schon wieder Stress im Bankensystem. Und das wird, glaube ich, sehr interessant sein, was da im März, April, also so im ersten, zweiten Quartal im Bankenwesen auf uns zukommt. Und ob sich dann eben nicht die Dinge entwickeln, die dann zu Zinssenkungen führen. Aber dieses Event ist eben nicht positiv. Ähnlich wie
2000, 2007, 2019, als die FED zum letzten Mal Zinsen gesenkt hat, dann hat sie es ja meistens gemacht, weil es irgendwo im Wirtschaftssystem ist etwas schiefgelaufen. Und das, glaube ich, auf so einen Auslöser warten wir. Und dann gibt es Zinssenkungen. Dann haben wir sehen ja schon die ersten Kollateralschäden. Die kleinen Banken, die Regionalbanken sind massiv under fire. Die werden jetzt schon gerettet. 167 Milliarden sind im Banking Term Funding Program. Dann haben wir Evergrande in China gehabt. Das sind alles so Implikationen, die schon darauf hindeuten, dass Stress im Finanzsektor ist. Und deswegen, dann wird die FED irgendwann versuchen, die Banken aus der Bredouille zu holen durch Zinssenkungen. Das ist halt immer dann eigentlich ein Alarmsignal, weil dann geht die Börse erst richtig nach unten, nach ein paar Wochen dann. Also die Zinssenkungen waren immer ultra bärisch für den Aktienmarkt in den letzten 20 Jahren. Wenn eine Rezession eingetreten ist, und okay, du hast es ja schon gesagt, also Arbeitsmarkt sieht danach aus, in den USA zumindest, dass da überhaupt nichts kommt in puncto Rezession. Ja, und trotzdem haben wir eigentlich, sagen wir mal, widersprechende Wirtschaftsdaten. Also Arbeitsmarkt, ultra positiv, aber ihr habt es ja schon angesprochen, also möglicher Stress im Regionalbankensystem einfach aufgrund der Gewerbeimmobilien. Ganz genau. Also genau. Also das heißt, der muss nicht unbedingt eine Rezession geben, aber könnte trotzdem, spricht alles trotzdem eher für Zinssenkung. Wenn es jetzt geopolitisch im Mittleren Osten weiter zu einem Flächenbrand kommt, wenn der Suezkanal gesperrt ist, wenn Iran im USA eskalieren sollte, dann haben wir ganz schnell einen Ölpreis im dreistelligen Bereich. Und Öl ist der Schmierstoff der Weltwirtschaft, ist in jedem Produkt drin. Dann haben wir ganz schnell eine zweite Inflationswelle, die deutlich vielleicht sogar höher sein wird wie die erste letztes Jahr. Und dann haben wir natürlich auch ganz klar die Notenbank an der Wand und dann sehen wir auf jeden Fall Probleme im ganzen System. Und es kann relativ schnell gehen. Oder kann die Notenbank überhaupt am 11. März das BTFP-Programm beenden? So wie es aussieht, momentan nicht. Parallel haben die ganzen Banken durch die stark steigenden Zinsen natürlich unrealisierte Verluste in ihren Büchern stehen, in Summe rund ungefähr 900 Milliarden Dollar. Aber du meinst die Anleihen, ne? Die Anleihen, aber das ist ja nur ein Bilanzeffekt. War bei Silicon Valley Bank auch so. Aber wenn es halt dann zum Zahltag kommt, dann kann es natürlich ganz schnell eskalieren. Und das muss man alles im Kopf haben. Bei den großen Instituten sehe ich da kein Problem. Aber bei den mittleren, kleineren Instituten könnte das ein Problem sein. Mhm. Und ich glaube, die Frage, die du oder auch sich die Investoren da draußen stellen müssen, gerade wenn sie Paul so die letzten 12 Monate sich seine Reden angehört haben, wenn es keine Rezession gibt, warum sollte er Zinsen senken? Exakt. Er redet die ganze Zeit davon, dass man eben vorsichtig sein muss. Ich glaub, aber weil die Inflation runterkommt. Ist die Frage, ob er das so sieht, ob er wirklich denkt, er hat ja sehr die 1970er studiert. Ich glaube, ich hatte auch große Bedenken, dass er der nächste Paul Volcker ist und zu früh die Zinsen senkt. Ich glaube, das musst du mal ganz kurz einordnen, den Kontext. Wir hatten ja in den 1970ern auch große Inflationswellen in den USA. Es waren dann am Ende über die 70er verteilt 3 Inflationswellen. Und nach der ersten Inflationswelle hat die amerikanische Notenbank den Fehler gemacht, dass sie zu früh die Zinsen wieder gesenkt hat. Und das hat zu einer zweiten Inflationswelle geführt, die noch größer war als die erste. Und ich glaube, davor haben die Amerikaner zu Recht auch Bedenken, weil letztendlich auch was im Mittleren Osten passiert, kann schnell wieder zu steigenden Rohstoffpreisen, gerade Ölpreisen führen und dann hast du direkt wieder eine gute nächste Inflationsspirale. Mhm. Und dementsprechend, glaube ich, wird Paul erst die Zinsen senken, wenn er dadurch von irgendeinem Wirtschaftsevent gezwungen wird. Und davor glaube ich nicht, dass Paul sich denkt, wunderbar, Inflation ist niedrig, Wirtschaftsdaten sind alles super gut. Ich senke jetzt die Zinsen aus. Er hat aber auch Druck, müssen wir auch sagen. Er hat natürlich Druck von Regierungsseite, von fiskalischer Seite, weil natürlich die Zinszahlungen auf die US-Staatsschulden halt momentan Nummer 1 im Haushalt sind, mit fast 1 Billion Dollar. So viel wie noch nie. Bisher war das immer der Militärapparat, der so viel Geld verschlungen hat. Dasselbe sehen wir auch in Deutschland. Ne? Hat sich verzehnfacht von 2021 auf 2024 auf jetzt knapp 37 Milliarden Euro. Das sind 8,3% vom Bundeshaushalt, weil die hohen Zinsen natürlich die Staaten belasten. Selbst die Staaten, die jetzt noch gut funktionieren, wie Deutschland oder die USA. Aber langfristig kann man das nicht halt halten. Und deswegen ist der Druck aus Washington, vor allem im Wahljahr, dass jetzt vielleicht im Sommer die Zinsen senkt, um auch dann wieder die Wirtschaft anzutreiben, mehr Liquidität, aber auch die nächsten Spekulationsblasen, die dann dadurch entstehen würden, durchzuführen. Und das spürt er. Deswegen hat er gesagt, ja, im Sommer. Und davon gehen wir jetzt auch aus, dass im Sommer dementsprechend was passieren wird. Also okay, Haushaltsdefizit ist so der Punkt, auf den du jetzt abhebst. Ne? Da sind wir eigentlich dann schon so indirekt beim US-Dollar. Da habt ihr eigentlich beide vorhin schon bei den Stichworten gesagt, ihr seid eher bearish eingestellt, ne? Mhm. Für den US-Dollar.
Wollt ihr noch ein bisschen ausführen? Ja, gerne, gerne. Also der US-Dollar ist ja die Weltreservewährung, der berühmte Petrodollar. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass die Emerging Markets, die Schwellenländer, die BRIC-Staaten sich ja immer mehr emanzipieren. Und unserer Ansicht nach, das haben wir im Buch ja auch beschrieben, sehen wir gerade das Ende von Pax Americana. Na, also diese Friedenszeit, 70 Jahre Wohlstand, Globalisierung, die USA als Weltpolizist ist unserer Ansicht nach vorbei. Und die ersten Risse im System sehen wir ja auch. Ne? Also das sieht man zum Beispiel Außenminister Blinken, der in Istanbul vom zweiten Bürgermeister abgeholt wird, ne, dass er dann Stunden warten muss. Das heißt, die USA hat nicht mehr sozusagen diesen Hegemoniestatus. Sie sind noch Hegemon, aber der Hegemon, der wankt. Und wenn du sowas siehst, dass der Hegemon in Frage gestellt wird, also ist ja die Thukydides-Falle, dass praktisch aufstrebende Mächte den USA den Schneid abnehmen wollen, dann ist Unruhe im System. Und als Ende von so einer Friedenszeit ist dann meistens einhergehend mit einem neuen Währungssystem, aber auch mit kriegerischen Auseinandersetzungen, weil die Weltwirtschaft dann weniger Sicherheit hat, weniger planen kann. Es kommen mehr Unsicherheiten ins Spiel, Rezession, Stagnation und natürlich auch geopolitische Konflikte. Und die sehen wir ja zuhauf zuletzt, nicht nur in Israel, sondern auch in der Ukraine. Aber, also ich werfe da jetzt mal mit rein, weil klar, das ist eine sehr, also ist zumindest eine nachvollziehbare Perspektive. Geopolitisch tut sich unglaublich viel. Aber das ist ja jetzt nicht so, als könnten die BRICS-Plus-Staaten einfach sagen, hey, wir koppeln uns jetzt komplett ab mit dem Westen, von dem Westen. Und wir lassen auch die USA links liegen, weil es ist ja de facto so, dass die schon auch ein bisschen auf uns angewiesen sind, weil wir wollen ja alle Handel treiben. Die Wirtschaften werden ja nicht florieren, auch bei denen, wenn die halt jetzt sagen, also Europa, USA, wir zeigen euch jetzt den Mittelfinger. Ja gut, aber zwei Sachen. Erstens, die Emerging Markets besitzen knapp 2/3 aller Rohstoffe. Das heißt, wir sind mehr abhängig von denen als die von uns, weil wir brauchen die Rohstoffe, seltene Erden für die grüne Transformation, die ganzen Metalle etc., natürlich auch die fossilen Energieträger, die ja in Deutschland gehasst sind, aber weltweit noch verwendet werden und so weiter. Und zweitens natürlich sehen wir, dass die Emerging Markets, die Schwellenländer, vor allem die aufstrebenden Mächte wie Indien, aber auch Türkei oder China, ganz stark Gold kaufen. Die verkaufen Staatsanleihen und kaufen ganz stark Gold. Die Gold-Nettozukäufe der Notenbanken in den Emerging Markets ist auf einem Rekordniveau. Warum machen die das? Wir haben keinen Goldstandard mehr seit 1971. Aber trotzdem kaufen alle Gold ohne Ende, weil sie wissen, es ist der Land of Last Resort und es ist durch die Natur limitiert. Das kaufen sie natürlich, weil sie gesehen haben, ups, wenn wir was gegen den Hegemon machen, zum Beispiel Russland mit dem Krieg in der Ukraine, dann werden die sofort weltweit unsere Gelder einfrieren und darauf haben wir keinen Bock. Das heißt, alle Staaten, die eins und eins zusammenzählen können, Saudi-Arabien, aber auch der Iran, der Irak und Brasilien, bereiten sich auf das Szenario vor, falls sie den USA in die Parade marschieren, dass sie wissen, okay, unsere ganzen Assets werden eingefroren. Das heißt, wir müssen uns unabhängig machen. Deswegen siehst du, Staatsanleihen der USA werden abverkauft, Gold wird zugekauft, weil Gold hat kein Drittparteienrisiko. Das wäre die perfekte Überleitung jetzt zu einer neutralen Reservewährung zu Bitcoin. Aber bevor wir dazu kommen, noch mal kurz zum Dollar zurück. Ich glaube nach wie vor, dass der Dollar mit Abstand die stärkste Währung der Welt ist und dass im Zweifel auch jeder Inder, wenn er vor die Frage gestellt wird, willst du Rubel oder willst du einen US-Dollar, immer den Dollar nehmen würde. Und du hast vorhin Inflation angesprochen. Ich würde die These aufstellen, dass vielleicht die amerikanische Notenbank aktuell nicht nur von den Inflationsdaten in ihrer Politik getrieben ist, sondern auch von geopolitischen Überlegungen. Weil was passiert denn, wenn der Dollar besonders stark ist? Das ist für den Rest der Welt ein großes Problem. Ja. Es gibt ja das schöne Zitat von einem ehemaligen amerikanischen Finanzminister: The dollar is our currency, but it's your problem. Und das sieht man gerade besonders in China, man sieht es auch in Europa. Ich gehe fest davon aus, dass bei der EZB vor jeder FED-Sitzung sitzen sie bibbernd da und hoffen sie, bitte, bitte, Jerome, cutte endlich die Zinsen. Doch, sie hoffen, dass, weil sie haben große Angst davor, dass sie als erstes cutten. Weil wenn die EZB vor der FED cuttet, wird der Euro stark abwerten. Die Chinesen haben aktuell genau dieselben Bedenken. Die Aktienmärkte in China sind ja aktuell wirklich tatsächlich im freien Fall, haben Riesenprobleme im Häusermarkt. Und man sieht ja auch schon, dass die chinesische Partei Liquidität zur Verfügung stellt. Aber sie haben trotzdem große Bedenken, das in einem zu großen Ausmaß zu machen, weil sie auch wieder wissen, solange die FED nicht die Zinsen senkt, wird das sehr schlecht für den Renminbi sein, wenn sie als erstes Riesenliquidität bereitstellen. Und deshalb, solange die FED die Zinsen oben hält, hat sie eigentlich die Kontrolle im System. Weil nach wie vor der Großteil der Welt ist in Dollar verschuldet, ja, nicht in Euro, Rubel und so weiter. Und dementsprechend braucht jeder Dollar. Aber wenn der Dollar besonders stark ist, ist es eben schwieriger, an diese Dollar heranzukommen und sich zu refinanzieren. Und damit squeezen gerade die USA auch eben den Rest der Welt. Und das sieht man sehr gut in China, das sieht man sehr gut in Europa. Und das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Aspekt, der einerseits nach wie vor zeigt, wie stark der Dollar ist in der Welt,
der aber auch dann wieder, und das sind die Punkte vom Markt, zeigt, dass sich die Chinesen, die Russen, die Inder, die Brasilianer denken, wir würden eigentlich gerne raus aus diesem System kommen, um ostabhängig. Genau. Ja, als Kontrapunkt tatsächlich, was tatsächlich auch so ist, haben wir im Buch auch einen wunderschönen Chart. Obwohl die Welt dem Dollar abschwören möchte, ist der Dollar auf dem aufsteigenden Ast, wenn es darum geht, dass er eingesetzt wird. Und zwar, der geht wirklich nach oben. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 40-45% Verwendung weltweit bei allen Geschäften. Und der Euro, der kackt richtig ab. Das heißt, der Euro hat sein eigentliches Ziel, eine zweite Währung zu werden, weltweit auszurollen, nicht erreicht, ganz im Gegenteil. Aber der Dollar, obwohl jetzt viele Länder sich sozusagen vom Dollar verabschieden, ist der Dollar gerade so beliebt wie eigentlich schon lange nicht mehr. Und deswegen ist er ist noch die Weltreservewährung. Es wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Aber natürlich, können wir auch eigentlich fast das Griffin-Dilemma noch erklären, ist kein anderes Land da, was natürlich jetzt den Status der USA verteidigen möchte oder einnehmen möchte, weil dadurch entsteht auch viel Verantwortung. Und wir haben es im Buch erwähnt mit dem Griffin-Dilemma. Das heißt, du musst dir die Welt versorgen mit der Weltreservewährung. Ja, lass uns das Griffin zurückstellen. Ja. Ganz kurz nur, eine Sache nur. Zu den Zinsen. Ich denke, du hast da definitiv einen Punkt, Florian. Wenn du sagst, das ist natürlich irgendwie auch ein Machtfaktor und damit kann man kann man gut squeezen. Aber es sagt ja niemand, dass die direkt auch wieder auf null senken. Also ich glaube, da sind wir auch alle in einem Camp, dass jetzt die Zinsen sind zurück und die sind auch dauerhaft zurück. Aber es ist ein Unterschied, ob die jetzt auf 5% sind oder ob sie vielleicht einfach nur auf 3% wieder fallen. Ne? Also das nur Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2, Marc. Die Käufe der Notenbanken in puncto Gold, das ist doch eigentlich nichts anderes, einfach nur als eine Versicherung. Du kaufst ja auch keine Lebensversicherung oder zahlst Beiträge ein, weil du vorhast, morgen zu sterben. Ja, klar. Sondern du kaufst das als Versicherung für den Worst Case. Genau. Und diese Goldkäufe, die sind doch nichts anderes als eine Versicherung für den Worst Case. Also genau, aber der Worst Case ist ja eingetreten in Russland, haben wir gesehen, mit dem Einmarsch in der Ukraine, dass dann die russischen Assets weltweit eingefroren worden sind, und zwar von der Zentralbank, also von der russischen Zentralbank. Und parallel hast du natürlich noch einen Schutz als Inflationsschutz. Also du siehst ja, dass die Inflation ist ja weltweit gestiegen und der Goldpreis ist natürlich ein Inflationsschutz gegen die Papierwährungen, die sich seit Jahren alle entwerten. Wir haben es im Buch schon aufgezeigt, der Euro hat seit Einführung offiziell 39,1% an Kaufkraft verloren. Aber gegenüber den harten Assets, wie zum Beispiel einer Immobilie, dem Aktienmarkt oder vor allem auch gegenüber Gold, sind wir bei über 90%. Das heißt, nach 25 Jahren hat der Euro sich eigentlich aufgelöst. Und wenn du es gegen Bitcoin stellst, das digitale Gold, sogar 99,99%. Alle Fiat-Währungen haben gegenüber Bitcoin verloren und gegenüber Gold übrigens auch. Und das müsste den Leuten begrifflich werden, weil ihr denkt hier, hey, ich habe in München eine Immobilie, die hat sich verdreifacht in den letzten 15 Jahren. Pustekuchen, weil deine Immobilie ist nicht dreimal größer geworden, das Grundstück ist nicht größer geworden. Nein, du musst lediglich dreimal so viel Papierfetzen der EZB auf den Tisch legen. Was ganz klar zeigt, die Immobilie ist nicht im Preis gestiegen. Auch Gold oder Bitcoin steigen nicht im Preis, sondern der Euro wurde entwertet. Du hast Kaufkraft verloren und wir alle geben ja das Wertvollste und Raste her, um Geld zu verdienen, nämlich unsere Arbeits- und Lebenszeit. Und diese Lebenszeit wird uns dann gestohlen durch Steuern, durch Abgaben oder halt dann eben durch Inflation, was Raub ist. Und da musst du halt einen Wertspeicher finden. Der beste Wertspeicher unserer Ansicht nach in den letzten 15 Jahren war definitiv Bitcoin. Aber das liegt ja eigentlich nur daran, also ist ja so ein bisschen, wie guckt man da jetzt drauf? Das, was du beschreibst, ist ja nichts anderes als Asset Price Inflation. De facto hat Asset Price Inflation stattgefunden, aber das ist ja nicht automatisch eine Entwertung des Euro, also zumindest in meinen Augen. Sehe ich nicht so. Das ist eigentlich nur eine Aufwertung der Assets. Nee. Aber wieso haben denn die Assets aufgewertet? Weil der Euro abgewertet hat. Genau. Die Aktienmärkte, die Immobilien sind nur explodiert, weil der Euro hat an Kaufkraft verloren. Du musst ja immer mehr Geld fürs gleiche Produkt herlegen, um praktisch die Immobilie, den Tesla oder was auch immer zu kaufen. Der Euro wurde entwertet offiziell. Und wenn du einen statischen Wert nimmst, auf den wir uns alle einigen können, wie zum Beispiel Gold, dann ist es offiziell seit Einführung des Euros 92%. Also der Goldpreis hat sich fast verfünffacht, während der Euro 92% Kaufkraft verloren hat. Weil ein Kilo Gold von 2001 ist immer noch ein Kilo Gold aktuell. Der ist nicht größer geworden. Der hat sich nicht verfünffacht. Du hast nicht auf einmal 5 Kilo im Schließfach liegen, sondern nur noch genau, diesen 1 Kilo. Ja, genau, aber die Nachfrage ist größer geworden. Die Nachfrage nach diesen Assets ist größer geworden. Ja klar, weil sie bemerkt haben, dass das Fiat-Betrugssystem uns enteignet. Die Immobilien noch genauso. Du kannst eine Immobilie gekauft haben hier vor 20 Jahren, musst nichts gemacht haben und trotzdem ist sie explodiert im Preis, selbst wenn du Renovierungsstau hast. Warum? Weil der Euro, das Papiergeld, entwertet wurde. Aber das liegt ja daran, weil München wunderschön ist. Na, natürlich, nur. Ich glaube, wir müssen einfach eine neutrale Basis finden und dann schauen wir uns einfach die M2 Money Supply zum Beispiel an und die steigt eben konstant an. Und in den USA wurde ja in der Corona-Zeit jeder dritte Dollar, der sich aktuell in der Welt im Umlauf befindet, wurde in der Corona-Zeit gedruckt.
Und den Dollar gibt es jetzt schon ein paar Jahrzehnte. Mhm. Und das zeigt ja alleine schon, was hier einfach für eine Entwertung des Wertes stattfindet. Und nochmal ganz kurz auch der Gedanke zu Gold, weil du gemeint hast, es ist eine Versicherung. Ja, bin ich voll bei dir. Gold ist erstmal eine Versicherung auch für andere Länder. Aber du musst dich natürlich fragen, oder jeder muss sich drüber fragen, was machen denn jetzt die Saudis, die Inder, die Russen, die Chinesen, die Brasilianer, wenn sie weg vom Dollar wollen? Was nehmen sie eben als Ersatzwährung? Und wir haben ja gerade gehört, Euro ist es scheinbar nicht, weil der fällt und dann wäre ja ein neutrales. Ich glaube, wir unterscheiden uns da in Nuancen. Also ich glaube, also was ich sagen wollte ist, die bereiten sich nicht auf den Worst Case vor, weil sie Angst haben, vom Dollar abgeknipst zu werden oder von SWIFT ausgeschlossen zu werden, sondern ich denke, dass das halt schon so ist, dass die sich diversifizieren wollen, also so wie letztendlich so wie du es sagst, ja, also dass die halt sagen, okay, also wir wollen nicht mehr so eine große Abhängigkeit vom Dollar haben und deswegen kaufen wir jetzt halt was anderes sozusagen, aber nicht in der Befürchtung, weil wir, was weiß ich, jetzt unbedingt in Land XY einmarschieren wollen, weil das war vielleicht ja China, wer weiß. Ja gut, klar, ja. Also das wäre natürlich nochmal eine Frage, die Gefahr ist real, das muss man diskutieren oder das muss man auf dem Schirm haben. Aber lass uns das vielleicht ganz kurz zurückstellen, weil ja. Zu China ja, ja. Wollte ich nachher auf jeden Fall was machen. Gerne. Triffin-Dilemma. Genau, lass uns das auf jeden Fall noch mit machen. Du hast es vorhin schon angesprochen, Marc. Genau. Wir haben im Buch ein ganzes Kapitel dazu sogar geschrieben. Also Triffin war ein amerikanischer Wissenschaftler, der dieses Problem erkannt hat oder anerkannt hat, und zwar in den 70er Jahren, dass die USA als derjenige, der die Weltreservewährung bereitstellt, natürlich auch das Problem hat, dass er dieses Geld auch zur Verfügung stellen muss, weltweit, ne? Weil die ganze Welt sich ja bei einem verschuldet. Mhm. Und das hat natürlich nicht nur Vorteile, sondern leider auch Nachteile. Und die Nachteile sind halt die Versorgung, dass man die Verantwortung hat, dieses Geld auch zu emittieren, zu geben und so weiter. Und natürlich, die USA ist damit auch im Augenmerk der ganzen Welt. Ne? Also siehst ja, dass die USA der Weltpolizist ist generell und diese Aufgabe auch nicht unbedingt mehr machen kann aktuell. Also es ging 70 Jahre gut, da hatten wir diese Friedensdividende, aber jetzt sehen wir, dass die USA so unter Trump vor allem keine Lust mehr hatte, weltweit der Weltpolizist zu sein und die Demokratien einzuführen oder zu retten oder was auch immer. Und die Frage ist natürlich, möchte denn irgendein anderes an diese Position übernehmen? Und ich würde sagen eher nein. Also haben wir im Buch auch mal beschrieben, dass zum Beispiel China, glaube ich, erstens es nicht könnte und zweitens auch nicht will, die Weltreservewährung zu stellen, weil da halt so viel Verantwortung dabei liegt. Du machst dich ja angreifbar in jeglicher Hinsicht. Und du kannst eigentlich gar nicht mit einer Volkswirtschaft wie in China, wo die Demografie auch noch schlecht ist, dieses Privileg der Weltreservewährung stemmen. Ja, okay. Nachvollziehbar. Ja. Kommen wir mal zu Bitcoin. Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, eigentlich neuer Liquiditätszyklus. Du hast ja auch sowieso gesagt, also M2, da sieht man langfristig geht das nach oben. Ja. Also das heißt, früher wurde das mal mit Geldschwemme irgendwie oder Geldflut wurde das beschrieben. Aber letztendlich kann man halt auch feststellen, dass Bitcoin da der große Profiteur war, zumindest in den 10er Jahren. Wie geht es denn da weiter mit Bitcoin? Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Bitcoin eine Absicherung ist gegen monetäre Inflation, nicht unbedingt gegen Consumer Price Inflation. Und wenn man sich das auch anschaut und eben Bitcoin und M2 vergleicht, also die M2 Steigerungsraten oder auch wie zuletzt, wenn die Fed die Zinsen erhöht hat und auch ein bisschen ihr gelungen ist, die Geldsupply zu senken, dann war das auch negativ für den Bitcoin-Preis. Und ich glaube, dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Und so muss man auch Bitcoin sehen. Wenn man Gold als Versicherung sieht, kann man auch Bitcoin als Versicherung gegen monetäre Inflation sehen und gegen eine Ausweitung der Geldmenge durch die Notenbanken. Und da gehen wir davon aus, dass dieser Trend sich in Zyklen auch über die nächsten Jahre und vermutlich Jahrzehnte, solange eben Fiat-Währungen noch existieren, weiter fortsetzen wird und dass das grundsätzlich auch sehr positiv für den Bitcoin-Preis ist und deswegen auch Bitcoin für jeden interessant ist, der sich um diese monetäre Inflation Sorgen macht, eben als Absicherung und finanzielle Lebensversicherung dagegen. Und man sieht einfach, dass der Liquiditätszyklus bereits wieder begonnen hat, obwohl die Zinsen noch hoch sind, sehen wir jetzt teilweise, dass Regierungen durch verschiedene Subventionsprogramme etc. Letztendlich Geld ins System pumpen. Also einerseits Notenbanken erhöhen die Zinsen, andererseits Regierungen pumpen Geld ins System, also Liquidität rein. Dann sieht man es in verschiedenen Emerging Markets, sei es in China, sei es auch in Teilen Südamerikas, dass da schon längst wieder die Zinsen gecuttet werden. Also der nächste Liquiditätszyklus hat bereits begonnen. Und ich glaube, deswegen haben wir auch bei Bitcoin jetzt über die letzten Monate doch recht starke Preissteigerungen gesehen, weil Bitcoin eben das schon
ja, mitbekommen hat und dementsprechend schon wieder Geld dort reingeflossen. Genau, dafür spricht auch der hohe Goldpreis, weil normalerweise ist natürlich hohe Zinsen Gift für Gold oder für Bitcoin oder auch für die Tech-Aktien. Warum steigen die trotzdem antizyklisch? Wegen der Liquidität. Liquidität ist das eigentlich das Wichtigste für den Gesamtmarkt, um zu steigen. Hm. Ja, das hat ja Costolani auch immer gesagt, ne? Ja. Geld und Fantasie, mehr brauchst du eigentlich nicht, ja, ne? Der ist auch, genau. Ja, der hatte halt recht, ne? Aber was ist denn so eine realistische Bitcoin-Ziel-Prognose für die nächsten 18 bis 24 Monate? Also, kann auch eine Range sein, die kann auch sehr, sehr breit sein. Also, wenn ihr euch festlegen müsstet, wo wäre in 24 Monaten der Bitcoin-Preis? Neue Allzeithochs auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, ich weiß, du bist eher ein bisschen niedriger, haben wir am Wochenende mitbekommen. Okay, also du bist bei der Million und ich bin bei 900.000. Ich bin sechsstellig. Ich erwarte in den nächsten 24 Monaten auf jeden Fall ein neues Allzeithoch. Da gehe ich eher von sechsstelligen Kursen aus. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Richtung 100, 150, 200.000 Dollar gehen. Und dann würde ich aber auch mal ein paar Chips vom Tisch nehmen. Also ich glaube, es ist interessant, dass du die nächsten 24 Monate am sagst, weil in 24 Monaten ist vermutlich der aktuelle Bitcoin-Zyklus schon wieder vorbei. Mhm. Also da haben wir das Allzeithoch schon wieder hinter uns. Dementsprechend glaube ich, dass wir in 24 Monaten schon wieder tiefer als unter dem nächsten Allzeithoch stehen. Und ich glaube, das ist extrem schwierig aus heutiger Sicht zu sagen, aber irgendwo in dem Bereich von 90.000 bis 120.000 wäre, glaube ich, auf Sicht jetzt von den nächsten 16 bis 18 Monaten ein sehr realistisches Ziel. Wenn du jetzt gerade über die Millionen gesprochen hast, sowas, glaube ich, ist realistisch auf Sicht von 10 Jahren. Wenn wir eine extreme Geldinflation sehen, dann ist, glaube ich, und Bitcoin sich durchsetzt, ist, glaube ich, eine Million oder auch höhere Kurse realistisch. Ich glaube, auch die Zukunft ist da, also auch wirklich auf 10 Jahre plus recht schwarz und weiß beim Bitcoin. Entweder er setzt sich durch und wird so eine Art neutraleres Geldreservewährung, dann wird der Preis siebenstellig sein. Oder es passiert aus welchen Gründen auch immer nicht, dann wird der Preis vermutlich deutlich tiefer sein und irgendwo vielleicht im vierstelligen oder auch nur dreistelligen Bereich sein, weil es irgend so eine kleine Nischenwährung ist. Und dementsprechend glaube ich, reicht es auch schon, wenn man einen halben oder wer es sich leisten kann oder den vielleicht auch schon früher hat, einen Bitcoin zu besitzen. Man braucht gar nicht 10 oder 20 Bitcoins unbedingt langfristig, ja, weil entweder wird ein Bitcoin eben sehr wertvoll sein oder einen sehr geringen Wert haben. Und okay, das ist so. Aber ich glaube, ein realistisches Ziel ist es, dass wir, also meiner Meinung nach, wenn der Zyklus so verläuft wie auch die letzten Zyklen, also so der 2022er, 2017, 18 Zyklus, dass wir das Top im Bitcoin-Bereich so im Spätsommer, Herbst 2025 sehen werden. Mhm. Und ja, irgendwo in dem Bereich von 100.000, vielleicht ein bisschen drunter, vielleicht ein bisschen drüber. Wie blickt ihr denn auf den Bitcoin-ETF oder auf die Bitcoin-ETFs, die zugelassen worden sind? Hat die Finanzindustrie jetzt das System gekapert oder? Ja, tatsächlich ambivalent, weil auf der einen Seite ist natürlich eine Adelung. Also damit wird wohl auch ein Bitcoin-Verbot vom Tisch sein, wenn die größten Kapitalsammelstellen der Welt ein ETF jetzt implementiert haben. Es kommt mehr in der Allgemeinheit an. Es werden natürlich neue Zuflüsse kommen in Bezug durch die Retails, als auch vor allem durch Pensionskassen, Lebensversicherungen und so weiter. Das kann den Preis natürlich deutlich unterstützen. Kurzfristig war es eher negativ, das hatten wir auch erwartet. Aber Fakt ist, es ist natürlich eine Art, ja, Kaperung der alten Finanzwelt und entspricht eigentlich genau dem Gegenteil, was Bitcoin eigentlich darstellt, nämlich sei deine eigene Bank, not your keys, not your coin. Jetzt hast du wieder ein Drittparteienrisiko, BlackRock verwaltet deine Bitcoin, musst denen wieder vertrauen und so weiter. Deswegen, also in meiner Brust und dann auch, das weiß ich, schlagen zwei Herzen, weil auf der einen Seite ist es toll, dass Bitcoin jetzt diesen jahrelangen Kampf, diese Evolution geschafft hat und sich emanzipiert hat, das Wort gesagt hat, okay, es ist ein Asset tatsächlich und man kann jetzt investieren und die ganzen technischen Hürden für den normalen Bürger, für die Pensionskassen wurden reduziert. Auf der anderen Seite natürlich, es entspricht nicht der Philosophie, die Satoshi Nakamoto im Bitcoin eigentlich initiiert hatte. Okay. Ist Bitcoin eigentlich das bessere Gold? Ja, haben wir im Buch aufgezeigt. Genau, ganz knapp. Es ist, glaube ich, auf einem guten Weg dorthin. Ich glaube, diese Frage müssen wir uns wieder in 10 oder 20 Jahren stellen. Ich glaube, wer heute Bitcoin besitzt und Bitcoin kauft, der wettet darauf, dass Bitcoin über die nächsten Jahrzehnte zum besseren Gold wird. Das ist die Wette, wenn die eben aufgeht, dann wird der Bitcoin viel mehr wert sein, als es heute ist. Und wenn doch Gold die bessere Wette war oder das Gold, das alte Gold, das neue Gold auch ist, dann wird diese Wette eben nicht aufgehen. Deshalb, glaube ich, sagen wir auch immer beide, man sollte grundsätzlich beides besitzen. In Golden Bitcoin we trust, aber
Bitcoin oder das digitale Gold hat zwei Vorteile gegenüber Gold tatsächlich. Und zwar einmal, es ist endlich. Also wir wissen tatsächlich, wir können es benennen, die Ziffer, wo Bitcoin aufhört zu existieren, nämlich 2041 bei knapp 21 Millionen Einheiten. Bei Gold können wir das nicht sagen. Wir wissen nicht noch, wie viel Gold in der Erdkruste schlummert. Und das Zweite ist natürlich die Portabilität. Ich kann Bitcoin überall hin mitnehmen. Das kannst du mit Gold halt nicht. Deswegen hat Bitcoin tatsächlich beim direkten Vergleich, den wir im Buch angestellt haben, einen kleinen Vorteil. Mhm. Deswegen trotzdem würde ich beides besitzen, weil beides ist Geld. Beides hat eine Wertspeicherfunktion inne. Also, lass uns mal ins Portfolio blicken. Wie würdet ihr das denn aufteilen? Also, wie viel Prozent Gold, wie viel Prozent Bitcoin, wie viel Prozent möglicherweise S&P? Also, wenn wir jetzt nur diese drei Assetklassen hätten, wie würdet ihr das verteilen? S&P 500 Aktien. Also, das ist alles natürlich sehr individuell. Ne? Ja, ja, natürlich, klar. Also, ich würde jetzt auf jeden Fall Gold als eine Art Vermögenssäule implementieren, weil ich da auch in den nächsten Jahren große Wertsteigerung erwarte gegenüber dem Fiat-Geld, weil Fiat-Geld sich entwerten wird. Das heißt, da würde ich schon mal so ein Drittel, könnte ich mir schon vorstellen, zu investieren. Drittel Gold. Genau. Und was war das? Ich habe nur drei. Nur die drei. Ja gut, dann machst du ja eigentlich drei Speichenregeln. Ne? Dann machst du ein Drittel Bitcoin und ein Drittel noch in S&P 500. Okay. Und wenn ich in S&P entscheiden dürfte, in was ich investiere, würde ich da vor allem in fossile Energieträger investieren, Uranwerte, Metalle, Erden und so weiter. Also vor allem Rohstoffe. Okay, Rohstoffaktien, okay. Das ist auf jeden Fall die rationale Antwort und ich glaube, die im Vakuum auch die beste ist. Aber wenn ich es jetzt heute an diesem Tag machen müsste, würde ich, glaube ich, tatsächlich 0% S&P 500 nehmen, weil ich einfach jetzt gerade vom Chance-Risiko-Verhältnis im S&P 500 das Ganze nicht so positiv sehe. Mhm. Und ich persönlich bin sehr überzeugt vom Bitcoin, deswegen würde ich vermutlich 60-70% in Bitcoin und 30-40% in Gold machen und eben aktuell zum jetzigen Stand 0% im S&P 500. Wenn ich andere Aktien zur Auswahl hätte, würde ich auf jeden Fall eine Aktienquote mit reinnehmen, aber jetzt gerade einfach nur ein S&P 500 ETF sehe ich Chance-Risiko-Verhältnis in Gold und Bitcoin attraktiver. Wie ist denn eigentlich eure Meinung zu Silber? Also, weil Silber ist ja jetzt auch die ganze Zeit schon am Konsolidieren und irgendwie gelingt da nie so richtig der Ausbruch, aber es geht auch nicht dahin. Kann Silber eigentlich erst dann durchziehen, wenn Gold auch schon durchgezogen ist? Genau, also Gold ist das Zugpferd. Das ist so wie bei den anderen Kryptowährungen. Bitcoin muss erst sozusagen ins Laufen kommen, dann kommen auch die anderen Kryptowährungen im zweiten Zyklus. Und Silber ist natürlich konjunkturell sehr anfällig, sehr abhängig, weil es ein Industriemetall ist und stark verbraucht wird, aber auch endlich verbraucht wird. Also wir sind sehr positiv gestimmt, was Silber die nächsten Jahre angeht. Da geht es auch Richtung 50, vielleicht sogar 100 Dollar, weil Silber, wie gesagt, endlich verbraucht wird im Gegensatz zu Gold und weil Silber immer mehr Anwendung findet, auch in der Industrie. Und es ist doch das Gold des kleinen Mannes. Ne? Also Silber ist tatsächlich auch noch endlich noch rarer als Gold im Endeffekt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir wissen ja, dass viele Banken schon verurteilt worden sind wegen Preismanipulation. Natürlich wird der Silberpreis auch immer wieder gerne manipuliert durch BlackRock, Deutsche Bank etc. Ich glaube, seitdem wir beide uns kennen, warten wir darauf, dass Silber diesen Move macht. Dementsprechend, das spannt auf jeden Fall unsere Nerven auf eine große Geduldsprobe. Und ich sehe es aber letztendlich wie er. Ich glaube, diese Geduld wird sich auszahlen. Aber es dauert auf jeden Fall länger, als wir auch gedacht hätten. Am Ende sehe ich es wie du, solange Gold nicht jetzt mal nachhaltig über diese 2.100 Dollar ausbricht, wirst du auch keine großen Bewegungen in Silber sehen. Mhm. Aber das ist auch historisch, wenn du den Silberpreis anschaust, du hast dann meist extreme Bewegungen in relativ kurzer Zeit. Aber solange Gold nicht vorläuft, wird Silber nicht ausbrechen. Dann musst du dich mal anziehen. Aber wenn es passiert, dann wird es in relativ kurzer Zeit relativ rasant gehen. Zieht's durch. Outperformance. Würde auch behaupten, dass das in den nächsten, also auch bis vermute schon in den nächsten 12-16 Monaten jetzt mal wieder eine größere Bewegung in Silber nach oben ansteht. Okay. Und dann vor allem auch nochmal in die Miner. Also das ist schon sehr Nische, aber die werden dann natürlich dann auch alles outperformen. Ich wollte nach Goldminenaktien jetzt nochmal fragen. Ja, ja, gerne. Welche Spieler sind da interessant? Also das ist ja, da gibt es ja eine weite Range, aber nicht alle sind vielleicht wirklich toll, ich habe letztens gehört in deinem Portfolio-Zusammenfassung, bisher nur in Silber investierst und wolltest vielleicht eine Goldquote aufbauen. Jetzt wissen wir, die Goldminers sofort hat mich die Gier gepackt. Ja, ne? Wenn ihr hier neue Allzeitruhe ausruft, ja. Ne? Ja. Also klar. Also. Nee, also, ich würde die großen
kann man machen, die großen, also Barrick und Newmont und so weiter, die sind auf jeden Fall gute Unternehmen, die werden auch ihren Weg gehen. Da gibt es ja schon verschiedene Kursziele, die dann gegeben werden, aber ich finde die zweite, die Mid-Tiers eher spannender und auch die kleineren, ja klar, weil die haben viel mehr größeres Potenzial, dementsprechend viel mehr Chancenpotenzial. Also wir finden beide K92 eine super interessante Aktie, hatten ein kleines Problem mit der Jurisdikation, weil die sitzen halt in Indonesien. Aber Papua-Neuguinea. Was ist Indonesien? Nee, Papua-Neuguinea ist, wenn ich ein eigenes Land, vor der Kamera nichts Falsches sage, ist ein eigenes Land. Oh. Ja, stimmt. Ja, ja, Geografie. Und genau, da ist es ein bisschen problematisch, ist aber eine der besten Minen weltweit, also von den Ärzten und allem. Also dahingehend spannende Aktie. Und da gibt es noch zwei, drei weitere in dem Bereich. Brauchst du noch Tipps? Dann können wir noch ein bisschen drüber reden. Also ganz bitte, klein. Bitte. Mach du eine. Ich würde noch mal kurz den Schritt zurückgehen, wenn man sich, ist die Frage wieder, wie man sich dort aufstellen will. Wir haben auch im Mining-Bereich eben sehr große Firmen, sehr kleine Firmen und natürlich, je weiter du auf der Risikokurve nach außen gehst, ist halt dein Reward größer, aber auch dein Risiko größer. Was ich aktuell sehr interessant finde, dass gerade Royalty-Unternehmen, also Unternehmen, die sich, ein Royalty-Unternehmen, ist dir bewusst, was das ist, oder soll ich eine kurze Erklärung? Bitte. Ein Royalty-Unternehmen ist letztendlich kein wirkliches Bergbauunternehmen, sondern eine Bank und dieses Royalty-Unternehmen leiht Bergbauunternehmen Geld und dafür bekommt es eine Beteiligung an ihrem Revenue. Und um das zu verdeutlichen, Franco Nevada ist eines der größten Royalty-Unternehmen der Welt, glaube ich, hat so 20 Milliarden Marktkapitalisierung und für Franco Nevada arbeiten 40 Leute. Für Barrick Gold, die ungefähr die gleiche Marktkapitalisierung haben, arbeiten um die 25.000 Leute. Das heißt, diese Unternehmen sind extrem lean aufgestellt und sind, glaube ich, ein relativ risikoloser oder der risikoloste Einstieg in den Bergbausektor und sind gerade teilweise relativ attraktiv bewertet. Also ich würde mir zum Beispiel eine Franco Nevada mal anschauen. Die hat auch gerade ein Problem mit einer Royalty, deswegen ist sie gerade günstig in Panama, First Quantum, wenn wir kurz in die Details gehen sollen. Das ist eine Kupfermine, die wurde von der Regierung geschlossen, beschlagnahmt. Man weiß jetzt nicht, was so rauskommt. Und das hat auch bei Franco eben kurzfristig zu einem Kursrücksetzer geführt. Aber einerseits im Mai sind Neuwahlen in Panama, neue Regierung macht vielleicht was anderes damit. Und andererseits langfristig ist diese eine Royalty für Franco Nevada auch nicht kriegsentscheidend. Das heißt, auch wenn die nie wieder zurückkommt, ist das nicht so schlimm. Aber da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, gerade für Neueinsteiger im Minenbereich Chancen, wo man auch nicht so extreme Volatilität hat, wie wenn man in kleinere Firmen geht. Aber wie der Marc schon gesagt hat, wer ein bisschen überzeugter von dem Ganzen ist, glaube ich, findet so den Sweet Spot einfach im mittleren Sektor bei K92. Vielleicht eine Alamos Gold kann man noch nennen. Ist auch interessant, wenn man sich zum Beispiel einen Chart von Alamos Gold und von Barrick Gold ansieht. Alamos Gold ging zuletzt so, Barrick Gold ging eher nach unten. Das heißt, da steht einfach auch ein gutes Management dahinter. Und wer generell einfach nur mal in den Sektor gehen möchte, ist vielleicht auch einfach GDX ETF empfehlenswert. Was man sich aber klar machen muss, das ist einfach letztendlich ein Beta-Play auf den Goldpreis. Und wenn der Goldpreis jetzt kurzfristig nochmal nach unten geht, werden die eben überproportional nach unten gehen. Deswegen, wie es ich gerade selber mache, also wenn wir nochmal über Portfolio reden, so von meiner Zielallokation in Goldminen habe ich so aktuell um ein Viertel investiert. Die restlichen drei Viertel werden erst kommen, wenn der Goldpreis wirklich Stärke zeigt. Weil auch die Goldminer, die leiden unter Personalkosten, unter hohen Ölkosten und so weiter und so fort. Deswegen sind die bisher jetzt zuletzt auch nicht wirklich von der Stelle gekommen. Und wenn wir im Goldpreis nochmal eine größere Korrektur sehen, da reicht dann auch, wenn wir nochmal 1800, 1700 im Gold sehen, dann wirst du im Goldminensektor nochmal einen großen Abverkauf das sehen. Das tut weh, da können wir 30, 40, 50 Prozent sein. Und deswegen, für mich ist so 2100 im Goldpreis ein wichtiges Level, solange wir da nicht drüber kommen. Beobachte ich das Schauspiel vom Rande. Genau, wenn jetzt im ersten Quartal nochmal eine deutliche Börsenkorrektur kommt, also zum Beispiel der S&P geht unter die 4.000 Punkte, dann kann man sich auch vorstellen, dass Bitcoin, aber auch Gold nochmal deutlich verlieren und dementsprechend natürlich auch dann die Miner dementsprechend überproportional viel verdienen. Und dann sollte man aber auch Pulver trocken haben, um die zweiten zwei Drittel oder drei Viertel rein zu investieren, also immer in Tranchen investieren, nicht alles auf eine Karte setzen. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu vorsichtig erscheinen. Ja. Goldminen sind super günstig bewertet, das ist eine Riesenchance auch. Und das glaube ich, langfristig. Nee, alles gut. Also Pulver trocken halten bei Gold und Bitcoin, das ist ja auch nochmal interessant, weil ist ja nicht gesagt, dass Gold jetzt von dem gegenwärtigen Niveau und auch Bitcoin, dass es jetzt halt einfach so nach oben schießt. Es kann ja nochmal korrigieren. Wo kannst du denn theoretisch hingehen bei, oder anders gefragt, wo würdet ihr nochmal aufstocken, was wären so bei Bitcoin und bei Gold Niveaus, wo ihr sagen würdet, hey, jetzt nochmal wirklich das Pulver, was du angesprochen hast,
nochmal rein? Also, ich würde unter 40.000 Dollar oder unter 36.000 Dollar auf jeden Fall die nächsten Tranchen setzen. Mhm. Wenn wir sogar unter 30.000 Dollar gehen, auf jeden Fall viel, viel mehr. Die Chance ist wahrscheinlich unter 5 oder 10%. Das denkst du, glaube ich, genauso. Und bei Gold würde ich so machen, solange man noch physisch anonym Gold kaufen kann unter 2.000 Euro, das sogenannte Tafelgeschäft, würde ich Gold unabhängig vom Preis kaufen erstmal. Aber wenn ich größere Positionen aufmachen möchte, beziehungsweise auch Minenaktien kaufen möchte, würde ich jetzt mal ein Drittel, ein Viertel oder ein Fünftel investieren in die gute Werte. Und wenn es dann nochmal runtergeht, antizyklisch die nächste Tranche setzen. Also 3, 4, 5 Tranchen setzen mit einem Zielkorridor zu sagen, okay, ich will 10.000 Euro in die Aktie A investieren. Und dann kann man K92 angucken oder Franco Nevada und so weiter. Und dann kann man dementsprechend auch dann jetzt die erste Tranche setzen, weil die Aktien, die Gold Aktien sind jetzt schon günstig. Und Gold, wie gesagt, ist sowieso eine langfristige Lebensversicherung. Ob der Preis jetzt um 100 Dollar schwankt, sei mal dahingestellt. Du hast einfach einen Gegenwert, der wahres Geld ist, der unabhängig ist von der Politik, von den Notenbanken und der praktisch auch aus der Sichtbarkeit der Politik genommen werden kann. Weil du kannst es anonym kaufen, es werden keine Daten hinterlegt, du hast keine Traces hinterlegt und kannst es einfach ins Schließfach legen und das Kopfkissen stopfen oder auch dann Notfall mitnehmen über die Grenze. Hm. Und Lithium und Kupfer? Ja gut, wir können über alles reden, gar kein Problem, alle Rohstoffe. Genau. Lithium bin ich jetzt, ich bin kein Freund der E-Mobilität. Ich glaube, dieses ganze ESG und das ganze Woke und Gedöns, genau, Kladderadatsch, das ist ein wohlstandsverwahrloste Luxusprobleme. Das heißt, Lithium war interessant, ist es aber nicht mehr. ESG war der größte Scam überhaupt. Jeder, der in ESG investiert hat, hat underperformed, muss man so sagen. Ich bin großer Fan von fossilen Energieträgern. Ich weiß, es werden mit einigen Kommentatoren der Kopf explodieren und das Video wird wieder viral gehen. Aber ich finde, die Deutschen sind die Amokfahrer oder die Geisterfahrer auf der Energieautobahn. Ne? Wir brauchen noch lange fossile Energieträger. Wir werden noch lange mit Öl, Gas, Kohle arbeiten müssen. Ich bin ein Riesenfan von Uran. Da hatten wir im letzten Buch die größte Chance aller Zeiten auch ein ganzes Kapitel zur Renaissance der Atomkraft. Und der Uranpreis hat sich mehr als verzweieinhalbfacht. Die Uranwerte haben sich verzigfacht. Also es war eines der besten Investments in dem Buch. Neben Bitcoin natürlich. Und dahingehend würde ich darauf achten, also Lithium ist für mich jetzt gerade, gibt es Chancen natürlich, aber würde ich auch bitte warten, bis es noch ein bisschen tiefer geht in der Korrektur. Und Kupfer finde ich langfristig super spannend. Warum? Weil Kupfer haben wir ein Unterinvestment gesehen in den letzten Jahren. Die letzte große Mine wurde 2016 eröffnet von Filo Mining. Und du brauchst einfach von dem Tag, wo du einen Bohrkern hast, bis zur Erschließung, bis zur ersten Lore an Kupfer, die rauskommt, brauchst du im Schnitt 19 Jahre. Und wenn die ganze grüne Transformation stattfinden soll mit Billionen an Steuergeldern, dann brauchen wir verdammt viel Kupfer. Und zwar brauchen wir in den nächsten 20 Jahren mehr Kupfer, als die Menschheit in den letzten 5000 Jahren aus dem Boden geholt hat. Viel Spaß. Das heißt, da wird ein unglaubliches Delta entstehen, weil die Nachfrage wird gigantisch sein, aber das Angebot ist ziemlich niedrig. Hm. Okay, das ist ja nochmal ein Unterschied zu Lithium. Weil ich glaube, Lithium also gibt ja auch breiter eingesetzt. Deshalb heißt es ja auch Dr. Copper. Ja. Kupfer hält sich überraschend stark auch. Also, und das ist auch nochmal was, dass die Wirtschaft vielleicht auch stärker ist, eben als viele annehmen. Oder dass wir einfach ein riesiges Angebotsdefizit haben und deswegen, obwohl die Wirtschaft vielleicht nicht so stark ist, die Kupferpreise nicht fallen. Das kann man also aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Aber was auch interessant ist, dass viele der großen Goldproduzenten eben auch Kupferproduzenten sind und dass man über die Goldproduzenten nicht nur Exposure zu Gold bekommt, sondern eben auch zu Kupfer. Und deswegen ist, glaube ich, dann... Oder andersrum, großer Kupferproduzent hat auch ein bisschen Gold. Genau, Freeport. Genau, Freeport ist... Aber ich glaube, Freeport zum Beispiel auf dem jetzigen Niveau ist fair bewertet. Also ich glaube, da ist jetzt nicht so, wo ich sage, unbedingt morgen muss ich sofort Freeport kaufen. Da würde ich eher nochmal auf größere Rücksetzer warten, während Barrick Gold oder Newmont, die stehen fast auf Corona-Tiefs. Also da, glaube ich, ist aktuell die Chance erstmal größer, aber langfristig Freeport ist, glaube ich, eine sehr gute Firma. Genau. Man braucht Kupfer, definitiv. Und jeden Rücksetzer wird man da auch kaufen. Braucht man China-Aktien? Oh, gute Frage. Nein, also generell brauchst du die nicht. Aber sie sind gerade so günstig bewertet. Also sie haben letztes Jahr schon ein schlechtes Börsenjahr hinter sich gebracht und dieses Jahr schon 30% in die Binsen. Ne? Aber man muss sich halt dessen bewusst sein, man hat das Problem, natürlich ist es eine kommunistische Regierung, die können jeden Tag irgendeinen neuen Gehirnfurz durchs Parlament treiben oder durch die Bürokratie treiben. Das heißt, sie können irgendwas verbieten oder irgendwas besteuern. Wenn die in Taiwan einmarschieren, dann hast du gleich Sanktionen, dann sind die Aktien wertlos, ne? Siehe Gazprom und Co. während dem Ukraine-Einmarsch. Deswegen, also wenn dann überhaupt nur mit einer kleinen Beimischung, aber es wird langsam immer interessanter, weil die Bewertung natürlich sehr, sehr niedrig ist und natürlich du dann Chance-Risikoprofil hast, was immer attraktiver wird mit jedem Tag, wo die Börse mehr sinkt. Hm.
Ich glaube, ich werde dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben China-Aktien kaufen, ja? Weil, wie der Marc schon sagt, welche das Chance-Risiko-Verhältnis so gut ist. Ich glaube aber auch, dass ich das einfach als Trade ansehen werde. Genau, also okay. Ist für mich kein langfristiges Investment, sondern ist ein Trade, aber der einige Monate oder vielleicht auch ein, zwei Jahre gehalten werden kann. Also jetzt kein Daytrade. Und ich glaube, ich würde es erstmal ganz nüchtern und langweilig anfangen mit einer Alibaba. Ja. Die ist einfach aktuell, wenn du dir die historischen Bewertungen auch ansiehst und wenn du dir die fundamentalen Hardfacts anschaust, gerade gegen amerikanische Big-Tech-Aktien, muss schon sagen, ist sie selbst jetzt schon ein Schnäppchen. Aber auch da wieder ist interessant, wenn du dir die Daten anschaust, auch wie chinesische Aktienkurse laufen und die mit dem chinesischen Kreditzyklus überlegst, dann siehst du eine extrem hohe Korrelation. Sind wir wieder beim Thema Liquidität. Mhm. Und deshalb bin ich aktuell noch zurückhaltend, weil die chinesische Regierung hat jetzt langsam angefangen, Liquidität bereitzustellen, aber es ist vermutlich noch nicht ausreichend. Und bevor die nicht richtig auf den Knopf drücken, glaube ich, muss man jetzt noch keine schlaflosen Nächte haben, wenn man nicht in China investiert. Das muss man, glaube ich, generell nicht haben. Nee. Aber ich glaube, die Chancen werden jetzt immer größer und ich halte es dieses Jahr auch für sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass China irgendwas hinsichtlich Taiwan macht. Das heißt, ich glaube, auch die geopolitischen Risiken sind mehr als eingepreist. Mhm. Und es hat mir auch was da auch noch letzter Gedanke dazu interessant zu sehen ist, wenn du China und Indien miteinander vergleichst. Mhm. Das ganze Geld ist aus China rausgeflossen und ist in Indien reingeflossen. Und Indien ist jetzt aktuell sehr sportlich bewertet und China eben sehr günstig. Und deswegen glaube ich, geopolitisches Risiko ist einfach jetzt eingepreist, weil jeder, der Angst hatte, dass irgendwas mit Taiwan passiert, ist mittlerweile raus aus China. Und deswegen bekommst du. Aber auch da, Anfang des Jahres haben viele schon gesagt, Mensch, China war der schlechteste Markt 2023, jetzt können wir investieren und siehe da, es ging nochmal 30% runter. Das heißt, der Anleger muss sich darauf mental vorbereiten, dass halt die Kurse auch weiter fallen können. Und man hat halt einfach die Gefahr einer kommunistischen Regierung, die vielleicht dann auch irgendwas macht, was man halt nicht so erwartet. Ja, aber es wird günstig auf jeden Fall. Klar, das ist halt politisches Risiko. Ne? Immer. Also das wäre, ich meine, gut, man investiert ja auch nicht in China-Aktien, weil man sagt, ja, hier erziele ich jetzt eine Rendite wie bei einer Procter & Gamble oder so. Ja, also insofern. Aber für den Zuschauer, auch wenn es jemand selber tracken will, Chinese Credit Impulse ist ein makroökonomischer Datenindikator, den man auch umsonst im Internet findet, den man sich da genauer anschauen kann. Und wenn der stark nach oben steigt, dann ist, glaube ich, werde ich Alibaba kaufen und vielleicht auch noch zwei, drei andere chinesische Tech-Werte. Aber der ist halt bisher, kommt da nicht richtig vom Fleck. Und deswegen halte ich es einfach, solange die Chinesen nicht wirklich Geld drucken, braucht man nicht in China großartig investieren. Genau, also wir haben jetzt das Evergrande-Problem natürlich, ne? Das sind 30 Milliarden im Vorjahr, dann haben wir die Schattenbanken, natürlich die ein Riesenproblem sind, die Immobilienblase generell und die chinesische Regierung wird nicht drum rumkommen, um Geld ins System zu pumpen und dann kann man natürlich JD und Tencent, wie sie alle heißen, kaufen. Ich glaube, das... Ein Gedanken darf ich mal. Ja, bitte. Jetzt sind wir richtig drin hier. Genau, jetzt sind wir. Okay. Was ich interessant auch finde, China ist ja der größte Rohstoffimporteur der Welt. Aber auch Produzent. Genau, auch Produzent bei seltenen Erden und so weiter, ja. Aber was gerade fossile Energie, ja. Was Iron Ore und so weiter betrifft. Und deswegen ist es auch vielleicht nochmal eine Möglichkeit, wer Exposure zu China aufbauen will, dass du dir eben eher große Rohstoffproduzenten kaufst, die ein großes Geschäft mit China machen. Und dann hast du vielleicht nochmal weniger geopolitische Risiken, also zum Beispiel eine Rio Tinto kommt Balle im Kopf. Zum Beispiel. Genau, Balle. Das sind große Produzenten, die eben auch viel nach China verkaufen und dementsprechend zahlen auch beide eine attraktive Dividende. Und dann bist du in China investiert, weil wenn es in China nicht so gut läuft, ist es auch eben nicht so optimal für diese beiden Firmen. Aber letztendlich, wenn China doch irgendwas in Taiwan unternehmen sollte oder irgendwas anderes passiert, hast du trotzdem nicht das Risiko, dass eben dasselbe wie mit russischen Aktien dir passiert, weil du eben in anderen Ländern eigentlich investiert bist. Genau, weil eine Balle in Chile oder Rio Tinto werden jetzt nicht enteignet. Ja, genau. Und auch nicht von der Handelbarkeit dann ausgesetzt. Genau. Das ist ja das, worum es euch geht. Ne? Genau, du hast trotzdem Exposure, weil die einen Großteil ihrer Umsätze halt tatsächlich mit China machen. Das ist jetzt aber wirklich ein gutes Schlusswort. Oh, schade. War kurz. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Gerne. Sehr gerne, hat mich gefreut. So, das war mein Gespräch mit Marc Friedrich und Florian Kössler. Also ich glaube, es ist schon während des Gesprächs klar geworden, wo ich eine andere Haltung vertrete, wo ich eine andere Perspektive auf die Dinge habe. Insbesondere was die Entwicklung des Aktienmarkts angeht. Ich bin da en gros bullish. Also ich glaube, wir sind wirklich in einem Bullenmarkt drin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt nochmal auf Bärenmarkt-Level abrutschen, also dass wir nochmal 25-30% abverkaufen, diese Wahrscheinlichkeit halte ich für nahe null. Aber wie gesagt, das habe ich, glaube ich, auch während des Gesprächs schon angemerkt. Ich denke, dass wirklich Gold, Bitcoin, dass das schon valide ist, was die beiden da vertreten. Also insbesondere für Bitcoin bin ich auch durchaus bullish.
kann mir aber auch vorstellen, dass wir dort also nochmal ein Korrekturlevel sehen. Marc hat es angesprochen, dass wir wirklich nochmal in Richtung 36.000 gehen könnten. Die absolute Untergrenze, das wären wirklich 30.000 Dollar, also viel tiefer sollte es jetzt wirklich nicht fallen, weil dann würden zumindest einige technische Marken gerissen werden, die für die langfristige Entwicklung von Bitcoin zumindest entscheidend wären. Und wenn die auf Monatsbasis unterboten werden, ja, dann könnte es wirklich nochmal richtig kritisch werden. Ist aber nicht mein Basisszenario. Aber dass wir vom gegenwärtigen Niveau nochmal abverkaufen und sich dann eventuell auch wirklich die eine oder andere Kaufchance auftut, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich wie Florian und Marc. Und ansonsten würde mich jetzt eure Meinung, eure Haltung zu diesem Gespräch interessieren. Wo seid ihr im Camp von Marc und Florian? Wo habt ihr eventuell eine andere Sicht auf die Dinge? Welche der angesprochenen Assets und Assetklassen haltet ihr für interessant oder eben auch nicht? Immer mit Begründung bitte, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn da halt einfach sachlich und sachbezogen in der Kommentarspalte diskutiert wird. Vielen, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Und jetzt gerne noch einen Daumen nach oben da lassen, Abo drücken, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute, euer Timo.